Hier bin ich jetzt im altehrwürdigen Cartier oder Chartier, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Chartier, eines der ganz typischen, optisch ganz typischen Restaurants, so wie man sie sich vorstellt in Frankreich, hier in Paris. Sehr alt, die Räumlichkeit sehr alt, hohe Decken, großer Raum und die traditionell gekleideten Kellner. Und da war ich schon mal vor vielen Jahren. Da gehe ich jetzt nochmal rein und esse mir irgendwas Schnelles, was satt macht. Ich habe einen Bärenhunger. Dann kommt mal mit. So, hier bin ich also im berühmten Chez Cartier, einem wunderschönen Restaurant, das aber als sehr, sehr günstig gilt, also mit unverschämt günstigen Preisen, wo man eigentlich dann schon fast sich fragt, ob das sein kann. Also hier kriegt man ein Grillhähnchen mit Pommes frites für 10 Euro, ein Stück Fleisch, so nennt sich es dann auch, kriegt man für, glaube 13, 14 Euro. Ich habe jetzt die Speisekarte durchgeschaut und ich habe mich entschieden, ich nehme ein Bier, einen grünen Salat und ich nehme die Spaghetti Bolognese. Mal schauen, was die da draus gemacht haben. Das Fleisch habe ich mich jetzt doch nicht getraut zu bestellen, weil man weiß ja nie, wie arg roh das hier noch serviert wird. Und die Franzosen mögen es ja wirklich sehr, sehr roh. Die Besonderheit ist, dass hier die Abrechnung über ein Aufschrieb auf der Tischserviette läuft und diese Thank you very much. Und der Aufschrieb ist dann zugleich auch die Abrechnung und auch gleich die Bestellung, dann weiß er, was ich kriege. Was es mir angetan hat, ist der Senf. Ich weiß nicht, was da dran ist, aber die Franzosen machen einfach guten Senf. Das Bouillon Cartier ist, oder Chartier, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Merci beaucoup. Ist schon eine Institution, weil das gibt es schon sehr lange und es hat 365 Tage im Jahr offen. Ja, ich habe jetzt hier meine Spaghetti Bolognese, das sieht ganz gut aus, ist ein sehr günstiges Gericht und sehr simpel. Aber ich freue mich. Ja, guten Appetit. Geschmeckt. Ich habe einen riesen Hunger gehabt und diese Räumlichkeit ist natürlich der Hit. Also hier natürlich zu sitzen in dieser Atmosphäre von dieser tollen Räumlichkeit. Heute war es jetzt auch nicht so arg überfüllt, in der Regel kommen wir hier gar nicht rein, so wochentags. Ich weiß nicht, was los ist, wahrscheinlich das schöne Wetter, der Wahlsonntag, irgend sowas wird es sein. Die Kellner hier sind unheimlich flink, also das Essen, das flitzt hier geradezu durch den Raum. Man wartet dann auch kaum 10 Minuten, bis das Essen auf dem Tisch ist. Sie haben ja auch sehr wenig Speisen und diese Speisen, die kommen dann wirklich schnell auf den Tisch. Man wartet nicht sehr lange. Nachtische sehen auch ganz gut aus, aber ich war leider schon satt. Ja, hat sich gelohnt, mache ich mal wieder. Und damit wieder rein nach Paris.